Hi Leute, herzlich willkommen zum ersten Teil meiner neuen Videoreihe Low Budget Bushcraft und heute geht es um die Baumarktplan. Bleibt dran. Ja, jeder, der schon etwas länger in diesem Bereich unterwegs ist und schon länger Bushcraften geht, kennt sie. Die Baumarktplane, sie ist bei vielen beliebt, bei manchen auch nicht so. Das war so einer der ersten Gegenstände, den ich mir gekauft habe, als ich angefangen habe mit Bushcraften. Es ist günstig, es ist relativ leicht. Also wenn man sich so eine Plane vorstellt, das hier ist jetzt eine dünne. Und man kann vielseitig mit ihr Sachen aufbauen. Und eine davon, die baue ich jetzt schnell auf, dann gucken wir uns das mal an. Ja, hinter mir seht ihr jetzt eine einfache Schrägdach-Variante, die ich damit aufgebaut habe. Benutzt habe ich den zweiten Gegenstand, den ich euch in dieser Folge empfehlen möchte oder zeigen möchte. Wenn ihr mit Bushcraft anfangen möchtet und noch nicht so viel Geld ausgeben möchtet oder es einfach mal ausprobieren möchtet, das ist einfach hier so Paketband. So sieht das aus oder man kann auch Maurerschnur nehmen oder ähnliches. Gibt es heutzutage in jedem Baumarkt, in vielen Supermärkten schon. Ja, und ihr seht, ich habe hier abgespannt ein Schrägdach. Darunter könnte man jetzt übernachten, darunter hat man genug Platz zu übernachten. Es gibt auch noch viele andere Varianten, was man mit so einer Plane machen kann. Ja, das hier ist jetzt nur mal beispielsweise eine. Zum Thema Übernachten kommen wir in der nächsten Serie. Da wird es gehen um Übernachten, so ein bisschen schlafsackmäßig, was man da machen kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich empfehle jedem, der mal anfangen möchte mit Bushcraft oder es ausprobieren möchte, der nicht so viel Geld ausgeben möchte, so eine Plane gibt es in verschiedenen Größen. In verschiedenen Stärken. Das hier ist jetzt ein 2x3 Meter Plan. Ihr seht, da hat man schon ordentlich Platz drunter. Und eine dünne Plane ist das. Ja, die gibt es auch schon in vielen Supermärkten. Im Baumarkt kriegt man die überall. Unter entweder Baumarktplane, Gewebeplane. Unter den Begriffen. Die gibt es auch in Schwarz zum Beispiel. Wem das jetzt hier mit dem Blau und Grün nicht so zusagt. Ja, kann ich nur empfehlen. Dann würde ich sagen, zur nächsten Folge bei Team Bushcraft.